Na gut, die Höhle war auch nicht groß. Es ist kein einziges Erz drin. Ja. Die Wolken sind definitiv zu niedrig. Okay, also entweder wir machen hier das ganze Tal sehr viel höher, was fast auch eine gute Idee wäre in Anbetracht der Tatsache, wie hoch hier die Burgmauer steht und dadurch, dass wir hier ja auch diesen Berg hier haben, können auch den ganzen Berg da einfach abtragen. Nee, lassen. Na, das wäre eine ganz blöde Idee, glaube ich. Nee. Ich glaube, das lassen wir lieber. Aber oh, hoppla. Auf jeden Fall, ja, irgendwie auf die Höhe sollten wir das Ganze hier bringen können. Jetzt ist es auch wieder dunkel, ey. Diese Zeiten nerven schon so ein bisschen. Ich glaube, ich werde irgendwann doch mal dazu übergehen, wenn ich baue, in Peaceful zu schalten. Weil es einfach so viel einfacher ist. Dadurch. Brauchen auch mal mehr Öfen. Oh Gott, und wir müssen hier mal die Bäume fällen. Ja, der kommt da rein. So. So, nein. Jetzt erinnert drüben mich erst mal ein paar Bäume. Für Holz. Das können wir nämlich hier so schlecht weiterbauen. Oh Gott, ist der Baum hier groß. Man sieht halt auch überhaupt nicht, wo Holz ist. Hier ist welches. Ist auch was. Diese Riesenbäume. Wieso sind die überhaupt entstanden? Okay, da ist noch Holz. Okay, ich glaube, wir haben die ganzen Bäume überstanden. Aber da drüben ist auch noch Holz. Da auch. Da oben sehe ich auch was. Nicht, dass das schon zu den Nachbarbäumen gehört. Okay, ja, doch, wird's aber wahrscheinlich.
Oh je. Ich will die ganze Setzlinge wegmachen. Okay, das war irgendeine blöde Idee, so viele Bäume ineinander anzupflanzen. Aber was sollte denn anders, die Bäume mal so groß werden hier? So schnell. So. Okay, das ist zu viel Holz. Ist noch irgendwo so ein blauer Baumstamm? Ich glaube nicht. Na, wir werden es dann sehen. Wenn die Bäume das Fliegen anfangen. Hallo Huhn. Das da, mein Schwicke sind ein bisschen schon gleich weggerannt, ne? Du feiges Geflügel. So. Bin ich mal gespannt, ob das alles die spawnt da oben. Oder ob wir irgendwas übersehen haben an Holz. Gott, das geht ja gar nicht wirklich weg hier, das Laub. Hallo Huhn. Ah, jetzt geht's weg. Ah, darf das kein Bodenkontakt haben oder wie? So. Oh, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich glaube, das wird sich ändern. Oh. Ich glaube, der ist tot. Okay, also irgendwas ist da bei dem großen Baum schief gelaufen.
Toll. Also Holz sehe ich keins. Meine brauchen die noch ein bisschen. Ach, ich glaube, das Laub geht ganz langsam auch sogar weg. Ja. Dauert nur lang. Toll. Zukunft immer mit weitem Abstand anpflanzen. Je mehr Laub ineinander, desto mehr lang dauern. Ist weg. Ja, das war ein sehr gutes Deutsch. So. Womit mache ich eigentlich weiter? Ich könnte mit der Mauer an sich weitermachen. So. Wir brauchen definitiv mehr Stein. Ach so, hier ist dann. Ah ja. Oh Gott. Da habe ich jetzt die blöde Aufgabe, ein Dach hinzusetzen. Da habe ich überhaupt keine Lust. Na gut, andererseits haben wir jetzt ja sehr viel Holz gefarmt. Kann man das schon mal probieren mit so einem Dach? Oh je. Das wird so schief gehen. So. 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 Dann brauchen wir noch ein bisschen Bauhilfe. So. Ja. Gut. Ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal unser Glück. Okay, gut. Das Laub verschwindet langsam von unten nach oben. Warum auch immer. Heißt es zuerst mal ausprobieren. Wir sagen, wir fangen drüben an. Also quasi hier. Okay. Kann man das Ding mit irgendwas schnell abbauen? Nee.